Hallo Ninjas, Nietzsche hier, mit einer neuen Tierlist. Es hat sich in den letzten Wochen einiges getan, sowohl in Europa als auch auf den chinesischen Servern. Es gab ein paar Bugfixes, Nerfs, aber auch Buffs für einige Klassen. Und vor allem hatten wir jetzt auch ein bisschen Zeit, unseren Meta zu finden. Kurz vorweg möchte ich allerdings über Tanks und Healer sprechen. Bei den Tanks macht es kaum einen großen Unterschied, welchen Tank ihr dabei habt. Sie befinden sich ungefähr alle auf der gleichen Stufe. Der Barb ist allerdings aktuell leicht favorisiert, da er besser auf sich alleine aufpassen kann und sehr hohen AOE-Schaden hat. Bei den Heilern sieht es ähnlich aus. Alle drei Heiler sind viable. Allerdings ist der Necro hier leicht favorisiert, weil er eine höhere Reichweite hat und einen stärkeren Single-Target-Heal. Kommen wir nun zu den DPS-Klassen, beziehungsweise zu DPS-Meta. Denn es geht nicht nur rein um den Schaden, sondern auch um die Utility, die mitgebracht wird. Fangen wir ganz einfach mal an mit dem Necro. Der Necro bringt absolut keine Utility mit und hat eins der geringsten Schadenspotenzial und ist damit im C-Tier. Der Magier sowohl in der Frost- als auch in der Feuervariante haben ein sehr gutes Schadenspotenzial, bringen aber auch keine weitere Utility mit und sind auch nicht Top-Tier DPS. Und ja, ich rede hier rein vom PvE-Rates, nicht vom PvP. Der Paladin im Damage ist leider ebenfalls nur im C-Tier. Er hat zwar einige Buffs, allerdings ist sein Damage so tief, dass er meistens weggelassen wird. Vor allen Dingen im neuen Raid, wo die Gruppen sich auch noch aufteilen müssen und seine Buffs nur für eine Gruppe während dieser Zeit zählt. Eine kleine Überraschung im Vergleich zur letzten Tierlist ist der Krieger, denn der Krieger befindet sich eindeutig ebenfalls im E-Tier, hat ein gutes Schadenspotenzial sowohl im Single-Target als auch im AOE, allerdings keine weiteren Buffs oder Utilities für die Gruppe. Im S-Plus-Bereich haben wir als allererstes den Abonnier-Button, denn der hilft mir dabei, mein Ziel von 1000 Abonnenten bis Ende des Sommers zu erreichen und sorgt zusätzlich dafür, dass ihr kein weiteres Video verpasst und immer auf dem laufenden Stand seid. Kommen wir nun zum Shadow. Der Shadow, oder wie ich ihn auch nenne, Rogue oder Schurke, ist im S-Tier. Sein Giftbild wurde zwar leicht genervt, hat dennoch sehr hohen Schaden, allerdings ist auch sein Duellbild inzwischen PvE-viable, wie man auch im Speedrun zwischen Liquid und Echo gesehen hat. Die Priesterin ist hingegen im Schaden leider nicht so effektiv und landet nur im B-Tier. Da nützen auch nicht ihre Buffs bzw. Debuffs. Anders sieht es da beim Barden aus. Dieser befindet sich definitiv im S-Tier, sogar leicht vor dem Shadow. Sein extrem hoher Schaden, vor allem sein konstanter Schaden, den er nicht lange aufbauen muss, ist derzeit ungeschlagen. Dicht gefolgt vom Waldläufer, der aktuell das höchste Schadenspotenzial hat. Allerdings muss die Waldläuferin sich öfter mal umpositionieren und das tut ihrem Schaden nicht sehr gut. Der Barbare ist derzeit sehr beliebt, sowohl in Arena sowie in anderen Formen von PvP und auch PvE. Er hat sehr hohen Schaden, sowohl AOE als auch Single Target. Doch das Wichtigste ist, dass er einen sehr starken Angriffsbuff für den gesamten Raid mit sich bringt. Dadurch landet der Barb definitiv im S-Tier. Jetzt habt ihr eine komplette Übersicht über das aktuelle Ranking. Allerdings ist noch wichtig zu erwähnen, dass es dennoch auf die Gruppenkomposition ankommt. Denn ein Raid, der 6-mal den Barb dabei hat, wird definitiv scheitern. Ihr braucht eine gute Mischung zwischen Buffs, Debuffs, sowie auch Range und auch Melee-Angriff. Teilweise kann es auch wichtig sein, dass ihr einfach bloß einen hohen Burst braucht und auch da ist dann der Magier wieder vom Vorteil. Grundsätzlich sind alle Damage-Dier irgendwo viable. Allerdings muss man sagen, in den Top-Speed-Gruppen fällt das B- und C-Tier komplett raus. Ich bin Nietzsche und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele and MMOs. And don't forget, we are the Shadow.